Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Skorpion und Aszendent Skorpion. Willkommen zu der Woche vom 23. bis 29. März. Liebe Skorpione, Venus wird die gesamte Woche über in ihrem entgegengesetzten Zeichen dem Stier fortschreiten. Deswegen kann ich eigentlich sagen, dass Sie in dieser Woche viel Glück in Ihren Beziehungen genießen werden. Die positiven Kontakte von Venus mit Neptun und Jupiter könnten Ihnen einige bedeutende Chancen im Bereich Ihrer Beziehungen einbringen. Die Romantik wird stärker, Ihr Lebenspartner und Momente, die Sie gemeinsam verbringen, werden Sie sehr glücklich machen. Innerhalb dieser Woche könnten Ihnen auch neue Liebesmöglichkeiten und romantische Chancen begegnen. Die Sonne wird im Zeichen Widder fortschreiten, meine lieben Skorpione. Während dieser Position der Sonne werden die Energien vermehrt im Bereich Ihres Arbeitslebens sein. Aufgrund der Unterstützung, die die Sonne vom Saturn in dieser Woche erhalten wird, werden Sie die Chance bekommen, einige großen Reorganisationen im Bereich Ihrer Einnahmen und Ihres täglichen Lebens durchzuführen. Beispielsweise könnten Sie auch langfristige Kontakte knüpfen. Eine Jobmöglichkeit, das Ihnen Einnahmen für einen langen Zeitraum generieren wird, könnte Ihnen begegnen. Versuchen Sie, Chancen, die Ihnen in dieser Woche begegnen, wahrzunehmen und zu nutzen. Der Mond wird sich am Wochenanfang, dem Montag, im Zeichen Stier befinden und wird am Dienstagnachmittag in das Zeichen Zwillinge übergehen. Während der Mond im Zeichen Zwillinge fortschreitet, könnten insbesondere finanzielle Einnahmequellen, die Sie sich mit anderen teilen, an Ihrer Tagesordnung stehen. Der Mond wird am 26. März in das Zeichen Krebs übergehen und Sie dort emotional sehr unterstützen. Es werden amüsante, erfreuliche und lebhafte Energien für Sie in der Luft sein. Auch hinsichtlich dem Urlaub und Kontakt mit Ihren Verwandten werden Sie unterstützt. Somit könnten Sie an den letzten Tagen dieser Woche eine sehr erholsame Reise planen, vermehrt Kontakt mit Ihren Verwandten aufnehmen und diese möglicherweise treffen oder auch bedeutende Kontakte mit dem Ausland pflegen, meine lieben Skorpione. Eine erholsame Reise oder ein Ausflug würde Ihnen nämlich ganz gut tun. Das waren die allgemeinen Energien und Wirkungen dieser Woche, meine lieben Skorpione. Hiermit verabschiede ich mich schon. Machen Sie es gut und bis bald.